Hi und herzlich willkommen zu diesem Video. Dieses Video liegt mir wirklich am Herzen, weil ich das schon seit längerer Zeit machen wollte und nun ist es endlich soweit und ich kann es machen. Im Titel habt ihr es ja schon gesehen, es geht um die Steuergerätoptimierung von meinem Motorrad. Kleines Vorwort: Ich arbeite selbst schon seit 30 Jahren in der Entwicklung bei einem großen Automobilkonzern und maße mir an, ein ganz klein wenig Ahnung davon zu haben, wovon ich jetzt gerade rede. Und zwar von dem Power Mapping. Aber bevor wir soweit sind, dieses Video hat zwei Teile, den theoretischen und den praktischen. Im praktischen zeige ich euch, wie ich das Steuergerät ausbaue. Und in dem theoretischen erkläre ich euch halt ein ganz klein wenig, wie dieses Chip-Tuning oder dieses Power-Mapping funktioniert und warum ein Power-Commander bei der BMW F900R überflüssig ist. Im zweiten Teil von diesem Video wird es um die Fahreindrücke gehen. Wie fühlt sich das Motorrad danach an? So. Ja. Fangen wir doch mal damit an, warum ein Power Commander bei der BMW F900R/XR überflüssig ist. Ihr habt quasi einen Power Commander im Automode im Steuergerät quasi schon verbaut. Und warum? Weil ihr eine Breitbandsonde habt. Diese Breitbandsonde ist in der Lage, gewisse Kraftstoffschwankungen auszugleichen von bis zu 25%. Naja. Nicht mehr und nicht weniger macht der Power Commander. Wenn ihr jetzt einen Power Commander zusätzlich einbaut, würde das ECU, also das Motorsteuergerät, ständig gegen den Power Commander arbeiten. Also er würde seine Befehle ignorieren. Wenn ihr jetzt sagt, naja gut, okay, dann setze ich den Power Commander halt eben manuell ein und ihr würdet über die 25% Kraftstoffanreicherung hinausgehen, dann würde das Motorsteuergerät sagen, halt, stopp, hier legt ein Fehler vor, ja, und legt das System damit lahm. Deswegen funktioniert der Power Commander bei der BMW F900R/XR nicht. So, was wird denn jetzt bei diesem besonderen ECU-Flash von RS2E gemacht? Es wird ganz viel gemacht. Eine ganze Menge. Es ist nicht nur einfach, den sogenannten AFR-Wert anzupassen, denn das macht dieses System eigentlich von Hause aus schon selbstständig und läuft nahezu am Optimum. Wir wollen ja ein besseres Ansprechverhalten haben, wir wollen etwas mehr Leistung haben, wir wollen fahrbare Leistung haben. Spitzenleistung, die haben wir, wie der Name schon sagt, nur in der Spitze ganz oben. Da haben wir nicht viel von. Höchstens, wenn wir das Ding wirklich auf der Bahn ausdrehen und wollen die Maximalleistung abrufen. Was wir ja wollen, ist eine fahrbare Leistung, also eine spürbare Mehrleistung. Und die habe ich im mittleren Drehzahlbereich. Und genau da hat RS2E angegriffen und hat der BMW genau da den Kick gegeben, der so im Alltagsgebrauch fehlt. Man kann sehr schön im Leistungsdiagramm sehen, dass die Leistung um 8000 Umdrehungen deutlich zunimmt, von bis zu 6 PS. Und das ist spürbar. Auch das Drehmoment wird ein wenig angehoben. Und dann kommen wir dann auch schon zum nächsten Diagramm. Und dann schauen wir uns mal an, wie der Drehzahlbegrenzer, wo der Drehzahlbegrenzer ist und wie er einsetzt. A ist jetzt der Drehzahlbegrenzer bei fast 10.000 Umdrehungen, was ich sehr positiv finde. Und B ist das auch noch ein Softlimiter. Das heißt, der haut nicht mehr so hart rein. Das heißt, er kommt sanfter und nicht mehr so abrupt. Des Weiteren sind die Jungs von RS2E hingegangen und haben das Kennfeld von der Gasannahme verändert. Das heißt, unten raus beim leichten Gas geben ist es nicht mehr so spitz. Man kann das Gas dadurch viel sanfter anlegen. Ich glaube, ihr kennt das alle. Ihr fahrt in den Kreisverkehr rein, geht vom Gas und dann gibt ihr wieder Gas und dann nimmt das Motorrad so ruppig Gas an. Das wird damit jetzt auch viel feinfühliger werden. Ja, und but last not least, dann haben wir noch den Schaltassistenten.
Ja, dieser Schaltassistent wird auch noch angepackt. Das heißt, die Schaltzeiten werden verkürzt. Damit fühlt sich der Quickshifter auch noch mal homogener, weicher, sanfter an und nicht mehr so ruppig. Ja, also wie ihr seht, mit einem ECU-Flash kann man schon eine ganze Menge mehr machen, wie mit so einem Power Commander. Mit einem Power Commander kann ich quasi nur die Einspritzzeit etwas anpassen, um den AFR-Wert zu korrigieren. Das war es dann auch schon. Und mit dem ECU-Map kann ich noch viel mehr machen. Ja, ich habe jetzt die Version 2023, da ist dann auch noch das Kaltstartverhalten geändert worden. Die startet jetzt nicht mehr mit 2000 Umdrehungen im Kaltstart, sondern mit deren 1200. Was übrigens sehr angenehm ist, wenn man morgens losfährt und das Ding nicht gleich so laut ist. Ja, also um so ein Kennfeld so zu optimieren, wie RS2E das gemacht hat, muss man schon verdammt viel Hirnschmalz in das Ganze investieren. Ich glaube, die Jungs haben so circa 200 bis 300 Stunden auf dem Prüfstand verbracht, um das System so hinzubekommen. Ja, wie man sieht, das hat sich anscheinend auch gelohnt. Ja, bevor die Frage aufkommt, Kraftstoff. Ihr könnt den Kraftstoff fahren, wie er im Handbuch vorgeschrieben ist. Und wenn es nach meinem persönlichen Vorlieben geht, also 98 Oktan steht ganz oben an, dann tankt ihr 95 Oktan E5 und ansonsten 95 Oktan E10. Also was ihr davon tankt, ist euch überlassen. Das System wird funktionieren, da wird es keinen Ärger geben. Aber zum Thema Kraftstoff kann ich gerne noch mal ein separates Video machen. Und wie gesagt, wenn ihr jetzt einen anderen Auspuff oder einen anderen Luftfilter montiert, dann wird das System das korrigieren. Also dazu ist es in der Lage. Ich denke, ich habe euch ein paar Bedenken damit genommen. Und wie gesagt, wenn ihr Sonderwünsche habt, dann könnt ihr das RS2E gerne mitteilen. Die gehen auf eure Sonderwünsche ein. Aber wie gesagt, das müsst ihr dann mit denen selber machen und die werden euch dann sagen, ob das umsetzbar ist oder nicht. Wie gesagt, also die Jungs sind unwahrscheinlich hilfsbereit. E-Mails werden schnell beantwortet, eventuell auch mal ein kurzer Rückruf. Also das funktioniert da echt alles reibungslos. Ja, und jetzt würde ich sagen, habe ich genug gesabbelt, ne? Und jetzt zeige ich euch noch, wie das Steuergerät ausgebaut wird. Ja, und wie es nachher auch wieder eingebaut wird. Wir sehen uns jetzt gleich in der Werkstatt. So, dann will ich auch gar nicht lange rumfackeln. Dann bauen wir jetzt das Steuergerät aus. Ja, und ich nehme euch jetzt mit. So, bevor wir jetzt irgendetwas an der Elektronik machen, klemmen wir die Batterie ab. So, da seht ihr das. Schraube und zwei Unterlagscheiben sind drauf. Also ein Federring, eine Unterlagscheibe. So, das tun wir jetzt mal auf Seite. Warum mache ich das? Warum klemme ich die Batterie ab? Und zwar, wenn ihr den Stecker vom Modul absteckt, dann kann es zu Spannungsspitzen kommen. Das heißt auf Hochdeutsch, es gibt einen Funkenflug und der kann euch am Ende das Modul zerstören und dann war es das. Jetzt wird der eine oder andere sagen, boah, ich habe schon zig Module und Steuergeräte ausprobiert, ist mir noch nie passiert. Ja, das ist richtig. In den meisten Fällen passiert auch nichts. Es kann aber passieren und dann wird es eben teuer. Unser Modul kostet mal eben ohne Programmierung 800 Euro und ich glaube, das wollt ihr euch sparen. Jo, weiter geht's im Text. Als nächstes kommt der Teil hier dran und zwar ist das hier dieses Werkzeug, dieses Pannenzit übrigens. Ich habe mir hier drauf so aus dem Fahrradbereich so einen Multifunktionsschlüssel drauf gemacht mit Imbus, Kreuzschraubenzieher und. Ich denke mal, das sitzt hier ganz gut. Aber es geht ja jetzt letztendlich um das Modulausbau. So, jetzt mache ich die zwei Stecker hier ab. Dazu drückt man an diesem Stecker mit einem Schraubenzieher die Lasche nach vorne und zieht den Hebel, zieht den Hebel hoch, so nach oben. Und dann kann man den so abziehen. Der Stecker hier hat hier einen Hebel. Den ziehen wir so zur Seite und dann kommt der Stecker runter. So. Hier ist eine Schraube mit einem 25er Torx.
Hier ist eine Schraube mit einem 25er Torx. Und sehr versteckt in der Nähe von der Batterie, hier unter diesem Querbügel hier, ist hier eine Schraube und da eine Schraube. Die 25er Torx müssen gelöst werden. Dann werden wir jetzt diese Schrauben hier lösen. Wie gesagt, da brauchen wir 25er Torx zu. Die sind nicht besonders fest. Die sind wirklich nur handfest angezogen. Das heißt also, wenn ihr die nachher wieder festzieht, wirklich nur handfest, sodass ihr gerade merkt, okay, die Schraube hat gepackt und es kommt ein bisschen Druck auf beim Festziehen. So sehen die Schrauben aus. So, da könnt ihr die silberne Schraube da unten in der Ecke sehen. Hier auf der anderen Seite, unten neben dem Kabelstrang, ja, da könnt ihr so was Silbernes blitzen sehen. Ja, da seht ihr die andere Schraube. Also ist ganz schön tricky, an die zwei müsst ihr dran, dann könnt ihr das Steuergerät rausziehen. Wenn ich Glück habe, kriege ich die mit Knüttelkit irgendwie gesichert, dass sie mir nicht von dem Torx-Schlüssel runterrutschen, aber ich vermute mal, die fallen mir gleich in das Moped rein, die Schrauben. Und ja, viel Spaß beim Fummeln. So, wie gesagt, die sind nur handfest angezogen. Und schauen wir mal. So, gelöst habe ich sie schon mal, aber da muss ich mit der Zange rein und rausholen. So, die Schraube habe ich schon mal mit der Spitzzange rausgeführt. So, ich habe gerade festgestellt, die dritte Schraube, die vierte Schraube kann man drin lassen. Allerdings, hier ist noch ein Kabelbinder. Den müsst ihr aufpitchen, dann könnt ihr den Kabelstrang hier raus etwas zur Seite legen. Das heißt also, ihr braucht für die Reparatur auch einen Seitenschneider. Jetzt sollte ich das Modul, soweit es geht, rausziehen können. Diesen Stecker vom Modul ziehen wir jetzt hier hoch, seht ihr? Den hier. Hochziehen, dann könnt ihr den Stecker hier vom Modul abmachen. So, also diesen Modulträger, Stecker, Halter, schieß mich tot, habe ich jetzt erstmal komplett ausgebaut. Dazu müsst ihr dann noch an einer Stelle, hier läuft ein Kabelstrang durch, den müsst ihr dann auch noch entfernen. So, und dann liegt das schöne Steuergerät frei vor euch. So, und jetzt muss ich gucken. Ah, okay, alles klar. Vielleicht kann ich das hier mit der GoPro zeigen. Hier unten ist ein Stecker, da. Den habt ihr einmal hier auf der Seite und ihr habt es einmal auf der anderen Seite. Den müsst ihr nach hinten ziehen. Und zack, da ist das Steuergerät. Bitteschön. Et voilà, da ist das Steuergerät. Ja, das war's. Also, es ist ein bisschen Fummelsarbeit und ihr habt das jetzt gesehen. Ich habe das Modul vorher auch noch nie ausgebaut. Also, es war jetzt ein 1:1 Ausbau. Ist ein bisschen fummelig, ist eigentlich fast von jedem zu bewerkstelligen, der so ein bisschen handwerklich geschickt ist. Ja, wie gesagt, für euch geht es gleich weiter und für mich dauert es jetzt so 1-2 Wochen, bis das Steuergerät wieder da ist. Ja, und wir sehen uns dann jetzt gleich beim Einbau wieder. Ja, das Steuergerät ist wieder zurück. Ich glaube, 7 Werktage hat es jetzt gedauert und et voilà. Hier ist das Steuergerät von Aristo-E. So, ich werde jetzt mit dem Einbau beginnen. Ich werde euch nur die wichtigsten Punkte zeigen. Ich werde jetzt nicht alles Schritt für Schritt erklären, sondern ich werde jetzt nur die wichtigsten Punkte zeigen. Ja, dann würde ich sagen, fange ich auch gleich an. So, ihr seht, hier ist der Aufkleber von Aristo-E drauf. Das ist die glatte Seite und die glatte Seite gehört so rum in das Fahrzeug wieder rein. Das heißt, diese Steckerleiste hier für den Kabelstrang zeigt im Prinzip zur Beifahrerseite. Kann man das überhaupt so sagen? Beifahrerseite? Na, ihr wisst schon, was ich meine. So, worauf ist jetzt beim Einbau zu achten? Ist eigentlich selbsterklärend. Hier sind so kleine Nasen drauf. Warte mal, ich komme mal ein bisschen näher. So,
Hier sind so Nasen drauf. Und dadurch wird der kabelstrangseitige Stecker zum Modul geführt. Ja, und dann müsst ihr das nur noch verriegeln. So, okay. Also, das ist die Oberseite. Das hier ist die Unterseite. Der Kabelstrang, wo ich jetzt hier dran bin, den könnt ihr nicht besonders lang ziehen. Das seht ihr auch. Und jetzt schiebt ihr das Steuergerät hier rein. Guckt, dass ihr das hier so einführt. Seht ihr? So. Schiebt das hier drauf. Und dann ist ja hier innen drin, habe ich euch ja gezeigt, da ist so eine Entrastungsriegel. Den müsst ihr jetzt reinschieben. Und dann zieht sich der Kabelstrangstecker automatisch auf den Kabelstrang drauf. Und ganz wichtig, das ist echt schlecht zu zeigen, aber der Stecker muss hörbar einrasten. Es macht so ein ganz leichtes Klackgeräusch. Und durch meine Laberei habt ihr das natürlich nicht gehört. Aber so muss er sein. Ihr prüft, ob das alles fest ist. Und wenn das alles fest ist, perfekt. So. Ja. Dann nehmt ihr den zweiten Stecker. Das ist diese Verriegelungslasche. Ja. Macht den hier drauf. So, und dann schiebt ihr den hier rein und dann seht ihr, wie der Stecker sich selbstständig reinzieht. Damit ist das Modul jetzt kabelstrangseitig angeschlossen. Ja, und so geht ja auch eigentlich bei allen anderen Steckern vom Kabelstrang vor. So, jetzt versuche ich den Modulträger, dieses Kunststoffteil, dieses Teil hier, werde ich jetzt einbauen. Und wie ihr hier seht, sind auf beiden Seiten sind hier so Aussparungen hier. Und hier sind Aussparungen. Dann könnt ihr quasi diesen Gummipömmel, also oben und unten ist da egal, könnt ihr das Modul so, diesen Modulträger so hier reinschieben. Ja, das heißt also, die Schraube auf der einen Seite ist ja drin geblieben und das sieht dann so aus. Und dann könnt ihr das so da reinschieben. Das heißt, ihr könnt die eine Schraube, die in der Batterienähe war, mit diesem Gummipömpel vorher reinmachen. Das erspart euch ganz viel Arbeit, weil ihr kommt da viel besser dran. So. Das ist wichtig, dass das vorher montiert ist und dann könnt ihr diesen Träger nachher so da reinschieben. Ja. Und was auch noch wichtig ist, hier seht ihr den Kabelstrang, den hier, ja, den ich hier hin und her bewege, den müsst ihr vorher so reinmachen, wie ich euch das jetzt hier gezeigt habe. Ja, so muss der rein und hier ist nochmal einer. Den habt ihr ja vorher losgepitcht. Ja, so, ich baue das jetzt alles zusammen und dann zeige ich euch, was noch wichtig ist, bevor ihr das Motorrad das erste Mal startet. Ja, würde ich sagen, ich mache das jetzt mal hier fertig und dann bin ich gleich wieder bereit, wenn ich den Motor starten möchte. So, bevor wir weitermachen, also den Modulträger da einzubauen, ist ein bisschen Fummelsarbeit. Da müsst ihr echt ein bisschen Geduld haben, müsst ein bisschen hin und her die Kabelstränge mal ein bisschen zur Seite ziehen. Also das braucht ein bisschen Geduld. Okay, jetzt machen wir den ersten Start-up und da gibt es eine kleine Prozedur. Sieht dann wie folgt aus. Zündschlüssel reinstecken, Zündung einschalten, das System fährt kurz hoch. 10 Sekunden warten. Wenn das kommt, überhaupt kein Problem. Zündung wieder ausmachen und 2 Minuten warten. Eine Ewigkeit später. Die 2 Minuten sind rum. Ja. Zündung an. System fährt hoch. Okay, die Uhrzeit stimmt nicht, die Batterie war abgeklemmt, deswegen muss dann also Datum und Uhrzeit noch eingestellt werden. Ja, und jetzt First Startup, ne? Das könnte was laut werden. First Startup. Ihr seht, es läuft so mit 1200 Umdrehungen im Kaltstart. Et voilà! Ja, ihr Lieben, das war's auch schon mit dem Einbau.
nicht besonders kompliziert, aber hier und da mit dem Modulträger ein bisschen fummelig, aber das ist ganz gut zu bewerkstelligen. Ja, den Startup habt ihr gesehen. Ich glaube, was euch viel mehr interessiert, wie sich das Ding auch am Ende fährt. Glaubtet mir, ich bin auch tierisch gespannt. Ich habe zwar schon mal eine F900R mit dem RS2E Mapping gefahren, allerdings war das ja nur eine kurze Probefahrt. Aber das hatte schon einen guten Eindruck bei mir hinterlassen, dass ich gesagt habe, ja, alles klar, das willst du auch haben. Jetzt ist es viel wichtiger, wie fährt sich dieses Mapping im Alltag. Das Erste, was ich jetzt auf jeden Fall schon mal sagen kann, dieser Kaltstart ist endlich ganz normal und das Ding dreht ich mit 2000 Umdrehungen. Das ist schon mal herrlich. Wie gesagt, die Abwicklung mit RS2E war echt 1A. Jede Anfrage von mir, jedes Telefonat war immer sehr positiv. Sehr angenehme Menschen, ja, die wissen, was sie tun. Also da ist das Geld auf jeden Fall sehr gut aufgehoben. Euch interessiert brennend. Ich weiß, wie sich das Ding entfährt und ich würde am liebsten ja auch sofort fahren. Aber ihr seht ja selber das Wetter draußen. Das ist grau, das ist nasskalt. Das ist alles andere als schön und da muss ich euch echt noch ein bisschen vertrösten, ja, bis ich die erste Proberunde fahren kann. Und naja, ihr habt ja aus dem letzten Video gesehen, ich habe einen neuen Reifen auch drauf bekommen und der will auch erstmal eingefahren werden und bei den Temperaturen macht mir das einfach keinen Spaß. Nichtsdestotrotz, ich habe aber trotzdem noch ein Video in petto oder ich werde das drehen. Ich hoffe, ich bekomme das in den nächsten 14 Tagen hin. Und dann geht es halt eben hier um den Einbau der neuen Kette. Warum baue ich die Kette ein? Nicht, weil die alte verschlissen ist. Nein, ich habe einen Nagel in der Birne. Ich finde die Kette vom Aussehen einfach nur schön. Aber das zeige ich euch dann in einem separaten Video. Entweder in den nächsten 14 Tagen passt das Wetter und ich kann noch ein Video drehen, wie sich das RS2E Power Mapping bei der F900 anfühlt, wie sich das Motorrad damit fährt. Ja, und wenn euch mein Video gefallen hat, dann gerne einen Daumen nach oben, abonnieren nicht vergessen und schaut mal auch bei den Jungs bei RS2E auf dem Kanal vorbei. Die machen ja nicht nur die F900R, die machen ja noch ein paar ganz andere spezielle Mopeds. Also in diesem Sinne, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns, bis dahin, bye bye und ciao.